Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Sendung. Heute möchte ich euch einen super frischen, mit Bärlauch zubereiteten Snack zubereiten. Denn ich war ja gerade auf der Süßwarenmesse. Da habe ich euch jetzt mal was, so eine ganz positive Auswahl mitgebracht. Das ist aus Peru. Sehr simpel, hat einfach nur ein bisschen Öl, ein bisschen Salz und so wilder Mais. Ist, glaube ich, ganz toll, wenn man unterwegs einfach was Schlichtes haben möchte. Dann gibt es hier Cracker, Pommes heißen sie, aus richtig anthocyanreichen Kartoffeln. Sehr krachig, sehr lecker. Hier gibt es Wasabi-Chips, die sind richtig scharf und man kann sie so abbrechen, fand ich auch witzig. Und hier sehr gut schmeckende Small Giants, hier ist ein bisschen Rosmarin. Geschmack dabei. Und am besten, wenn ihr die euren Gästen gebt, sagt ihnen erst hinterher, dass sie aus 18% Grillen bestehen. Das ist proteinreich, schmeckt super. Also fand ich einen tollen Snack. Aber es geht natürlich nichts über selbstgemachten Snack. Und deswegen mache ich euch heute pikante Waffeln. Diese Waffeln schmecken auch super als Lunch. Sie bestehen aus Kichererbsenmehl, sind also glutenfrei. Dann Reibekäse, ich habe jetzt mal Cheddar genommen, weil der so ein kräftiges Aroma hat. Dann gebe ich geraspelten Rhabarber rein. Rhabarber ist ja eigentlich ein Gemüse und habe ich gedacht, jetzt mache ich ihn mal pikant. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, Sumach dazu zu geben. Das hat ja auch so eine säuerliche Note und das passt ganz gut zum Rhabarber. Es kommt ein bisschen Backpulver rein, ein bisschen Rapsöl. Und dann natürlich frischen Bärlauch, den habe ich gerade gepflückt. Und genauso aus dem Garten jede Menge Schnittlauch. Die werde ich wahrscheinlich nicht alle brauchen. Und dazu gibt es einen Quarktipp, auch mit ein bisschen Bärlauch und ein bisschen Schnittlauch. Ich glaube, ich fange jetzt mit dem Waffelteig an, damit er ein bisschen quellen kann. Er wird nämlich dadurch verträglicher. Hier das Kichererbsenmehl rein. Naja, so einen halben Teelöffel, das haut sich ja hin. So, das vermisse ich schon so ein bisschen. 4 Eier. Dann natürlich noch etwas Salz. Den Cheddar. Sumach darf ich auch nicht vergessen. Das ist ein orientalisches Gewürz. Und ich finde, ja, wenn es so ein bisschen säuerlich wird, dann passt das eigentlich ganz gut. Wenn ihr keinen Sumach habt, nehmt ihr einfach ein bisschen abgeriebene Zitronenschale. Das ist auch ganz nett. Und jetzt werde ich das erstmal bisschen verrühren. Kleinen Schuss Rapsöl. Jetzt lasse ich das erstmal ein bisschen quellen. Also ich habe noch nicht das ganze Wasser aufgebraucht. Wir schauen mal, wie dick der Teig wird. Den Schnittlauch erstmal, also in feine Röllchen schneiden. Und ich werde sicher auch nicht den ganzen Schnittlauch brauchen. Also keine Sorge, ein Bund, wenn ihr keinen im Garten habt oder keinen Garten habt, ein Bund Schnittlauch reicht. Jetzt kommt mein Bärlauch frisch gepflückt und in feine Streifen schneiden. So, jetzt ist der Rhabarber dran, 200 Gramm ungefähr. Und ich schäle ihn extra nicht, weil ich finde, naja, in der Schale ist wohl die Oxalsäure besonders stark enthalten, aber zu Beginn der Erntesaison ist der Rhabarber noch nicht ganz so oxalreich. Die Farbe ist halt viel schöner, weil gerade dieses Rote ist ja in der Außenhülle. Und in der Regel ist es ja so, dass die Außenschicht von Pflanzen, die Schale, auch reicher ist eben an wertvollen Pflanzeninhaltsstoffen und Vitaminen. Und das wird beim Rhabarber nicht anders sein. Mit der Oxalsäure, ja, man sollte nicht zu viel Rhabarber essen. Ihr merkt selber, wenn ihr den esst, kriegt ihr so stumpfe Zähne. Zur Oxalsäure habe ich auch noch mal einen extra Beitrag gemacht. In jedem Fall ist es gut, im Rezept das mit kalziumreichen Lebensmitteln zu verbinden. Deswegen gibt es dazu auch einen Quarkdip. Und wenn ihr danach das Gefühl habt, oh, ich habe ein bisschen stumpfe Zähne, dann solltet ihr einfach einen Schluck Milch trinken oder ein Stück Käse pur zu euch nehmen. Der Käse im Teig ist natürlich auch sehr kalziumreich, der Cheddar. Das gleicht das dann so ein bisschen aus und ihr könnt es auch richtig auf den Zähnen dann schon spüren, nach so einem Schluck Milch, dass das nicht mehr so rau ist. Jetzt mache ich den kleinen Quarkdip. Hier sind 250 Gramm
Magerquark. Und jetzt nehme ich so einen Teil von meinem Schnittlauch. So ein Drittel vielleicht. Vom Bärlauch. Dann auch noch so 2 Esslöffel Rapsöl. Als Dip kann es schon so ein bisschen cremiger sein und Rapsöl ist natürlich viel gesünder als Sahne. Es gibt noch ein bisschen Pfeffer. Den muss ich übrigens auch noch in meinen Teig tun, habe ich eben vergessen. Und dann noch ein bisschen Sprudel, damit es schön cremig wird. Jetzt bin ich wieder bei meinem Teig. Den Schnittlauch, den Bärlauch. Ah, das duftet schon ganz doll. Hier richte ich mal mein Gitter für die fertigen Waffeln, damit die nicht zu weich werden, sondern so ein bisschen ausdampfen können. Auch bei beschichteten Waffeleisen immer ein bisschen an, weil so ein Teig klebt doch ganz gut. Bin ich mal gespannt, ob das auch schön in alle Ecken gegangen ist. Das wird natürlich nicht immer klappen. Oh, das sieht gut aus. Oh, das riecht schon ganz toll. So, ich glaube, jetzt ist es gut. Es ist schon ein bisschen tüchtig aufgegangen. Wenn es schön sein soll, könnt ihr natürlich auch das Herzchen nachschneiden. Köstlich. Ein bisschen frisch durch den Rhabarber. Bärlauch schmeckt man toll. Schnittlauch, weil der ja gar nicht so richtig durchgegart ist, sondern weil das nur als Waffel gebacken ist und der ganze frische Kräutergeschmack erhalten bleibt. Also toll. Mit dem Rhabarber, das war mein erster Versuch und ich bin total begeistert. Das war mein pikanter Kichererbsen-Rhabarber-Bärlauch-Waffel-Snack. Mit frischem Kräuterquark, natürlich auch mit Bärlauch und Schnittlauchhäulchen. Probiert's aus. Wie gesagt, es schmeckt auch am nächsten Tag ganz toll. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Vergesst nicht, mein Newsletter zu abonnieren. Da gibt es wieder 8 vegetarische, preiswerte, super gesunde Rezepte, die im Nu gemacht sind. Und das ganz frei für euch, wenn ihr euch angemeldet habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Links ein süßes Waffelrezept, vegan und zuckerfrei und rechts mehr zu Oxalsäure.